Die Birnau, was 1420 mit einer kleinen Kapelle und einem Gnadenbild von Maria begonnen hat, wurde im Jahre 1742 bis 1750 als heutige Birnau fertiggestellt. Umgeben von Weinbergen liegt die Birnau an der B31 auf der Gemarkung Oberuldingen. Von ihrem Vorhof, in den ein Stern im Mosaik eingelassen wurde, hat man eine wunderbare Aussicht auf den Bodensee und das darunterliegende Schloss Mauerach. Auch heute noch lockt die Wallfahrtskirche im Barockstil noch viele Pilger und Gläubige sowie Hilfesuchende an den Bodensee oder auch einfach als Tourismusmagnet. Aber auch den ein oder anderen Fotografen sieht man hier gerne verweilen und Bilder schießen. Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute von der Birnau, wie einige von euch schon unschwer erkannt haben. Mein Name ist Dennis, ihr schaut der Pfleka Fotografie und ich sitze hier, da, vor der Birnau und habe schon das ein oder andere Bild gemacht. Heute soll es eigentlich mehr oder weniger darum gehen, was tun, wenn, wie hier bei der Birnau, ein Motiv nicht richtig ausgeleuchtet werden kann und wenn der Himmel einfach zu grell ist, um das Motiv dann nachher in der Langzeitbelichtung zum Beispiel oder auch in der einfachen Fotografie nicht richtig draufkriegen, weil wir uns entscheiden müssen zwischen Himmel oder Motiv. Was tun also? Das Thema heißt Doppelbelichtung und wenn dich das interessiert, dann solltest du dranbleiben. Herzlich willkommen zurück nach dem Intro. Ja, es soll heute mal um das Thema Doppelbelichtung gehen. Heute von der Birnau, einer der schönsten Orte am Bodensee. Die Birnau thront dort oben so richtig schön vom Berg über Uldingen-Mühlhofen und Nussdorf zwischendrin. Und man hat von dort aus natürlich eine richtig schöne Aussicht. Und das bietet sich natürlich auch immer wieder an, die Birnau zum Sonnenuntergang zu fotografieren. Ich kann euch hier mal ein paar Bilder einblenden, die ich vorhin so mal schnell noch, weil ich war leider heute Abend etwas spät dran, schnell noch gemacht habe, bevor der Sonnenuntergang so richtig losging mit Sonnenstern und so weiter und so fort. Viel Spaß damit. Schöne Bilder, wie ich finde, sind sehr gut gelungen, aber um das Thema soll es ja heute gar nicht gehen. Das Thema ist Doppelbelichtung. Doppelbelichtung, wie mache ich das? Ich kann euch hier mal ein Bild einblenden, vorhin vom Sonnenuntergang. Ich musste mich übrigens hier runter verlegen, weil dort oben, wo ich fotografiert habe, war es so laut, dass ich nebenher nichts erklären konnte. Deswegen, ich blende euch jetzt mal das Bild ein, das ich vorhin gemacht habe, nämlich vom Sonnenuntergang, weil ich das, es werden jetzt wieder einige fragen, um Gottes Willen, muss man denn immer alles Langzeit belichten? Nein, muss man nicht. Ich mache das gerne. Ich finde das cool. Mir macht das Spaß. Und ich habe da einfach Freude dran, wenn die Wolken schön über meinem Motiv ziehen und dem Ganzen einen schönen Flair verleihen. Auf jeden Fall, hier ist das Bild, Motiv unterbelichtet. Himmel richtig belichtet.
Jetzt kann man natürlich in Lightroom hergehen und kann das Ganze alles schön hochziehen, die Tiefen hochziehen und die Klarheit und den Dunst entfernen und die Kontraste rausnehmen und so weiter, um zu versuchen, das Ganze noch ein bisschen zu retten. Sieht dann aber ungefähr so aus. Ihr seht jetzt hier auf diesem Bild, dass wir das Problem haben, dass wenn wir die Tiefen anheben, dass hinten überall so kleine Wolken entstehen, die das Ganze, die den Himmel quasi wie so Nebelschwaden ausbrennen lassen. Und das sieht nicht schön aus. Also machen wir eine Doppelbelichtung. Dazu hier das Bild, wo ich mein Motiv richtig belichtet habe. Jetzt seht ihr hier natürlich Motiv schön, Vordergrund schön, aber der Himmel ausgebrannt. Das Ganze kann man jetzt aber dann in Lightroom das Motiv schön rausholen. Worauf solltet ihr achten, wenn ihr das macht? Ihr solltet von vornherein, bleibt einfach mit eurem Stativ dort stehen und dort sitzen, wo ihr seid, und versucht, dieselbe Perspektive, dieselbe Brennweite zu nutzen, um das Photoshop einfacher zu machen. Ihr könnt dann in dem Fall die Bilder schön übereinander legen und könnt dann die Bilder so korrigieren, wie es für euch passt. Aber ich denke, wir gehen jetzt an den Laptop und an den PC und dann zeige ich euch, wie man das macht. So, ich habe also jetzt hier die Bilder in Lightroom geladen und wir wollten ja wissen, wie wir das machen, dass wir die Bilder so bearbeiten können in Lightroom, dass wir den Verlauffilter eventuell nicht benötigen. Das heißt, wir machen eine Mehrfachbelichtung, und zwar eine Mehrfachbelichtung entweder nur den Vordergrund, den Mittelgrund und den Hintergrund, also den Sonnenuntergang, oder wir können auch nur den Vordergrund und das Motiv und den Himmel belichten. Und dann gehen wir hier in Lightroom. Ich habe jetzt hier die vier Bilder hochgeladen. Wir haben einmal das helle Bild, einmal das dunkle Bild, hier noch einmal ein helles Bild und einmal das dunkle Bild. Ihr seht, hier und hier passen der Himmel zusammen. So, was müsst ihr jetzt machen? Ihr müsst jetzt einfach hergehen, die beiden markieren, Rechtsklick, Zusammenfügen von Fotos HDR. So, jetzt wird eine Vorschau erstellt. Ich habe diese Geistereffektbeseitigung habe ich immer relativ hoch und habe hier auf automatisch ausrichten. Das heißt, das Bild wird automatisch ausgerichtet und setzt Kirche, zum Beispiel wie hier in der Birnau, die Kirche übereinander und hat dann die Möglichkeit, oder setzt die Bilder einfach direkt übereinander, so dass wir eben keine Unstimmigkeiten nachher im Bild haben. So, das rechnet der uns hier kurz zusammen. Dann erstellt er hier eine Vorschau und so würde das Ganze dann aussehen. Das lassen wir jetzt zusammenfügen und dann erstellt er uns, nachdem er das zusammengefügt hat, erstellt er uns eine neue Datei direkt hinter den beiden markierten Dateien. So, wenn er das fertig zusammengerechnet hat, habt ihr hier unten die Datei. Ihr seht schon, er hat ein bisschen Foto freigestellt und hat auch schon ein bisschen was dran gemacht. Jetzt öffnen wir das Bild einmal. So, und ihr seht schon, im Vergleich zu diesem Bild, ziemlich hell, hier im Vordergrund, und im Vergleich zu diesem Bild, ziemlich dunkel und der Himmel gut belichtet, hat er jetzt hier schon ziemlich gut alles rausgeholt. Und jetzt könnt ihr dieses Bild, je nach Belieben, komplett verändern. Positive an diesem Ganzen ist, an dieser HDR-Funktion, wir können jetzt hier komplett die Tiefen hochziehen oder die Belichtung hochziehen. Oder an der Belichtung noch ein bisschen was machen, ohne ihr seht's, ohne dass wir dem Himmel großartig Schaden zufügen, wenn wir die Tiefen hochziehen. So, das heißt, wir können jetzt hier die Tiefen hochziehen
und haben im Himmel noch komplette Struktur und haben hier hinten nur ganz, ganz leicht diese Wölkchenbildung, wo ich vorhin gesagt habe im Video. Denn das will ich ja eigentlich vermeiden. Ja, und das ist auch schon die ganze Bearbeitung in Lightroom. Und so könnt ihr die Bilder dann ganz easy, ohne dass ihr einen Verlauffilter gebraucht habt, an Ort und Stelle mehrfach belichten und in Lightroom zusammenrechnen lassen. Fertig. Damit habt ihr auch schon das fertige Bild gesehen. Das war das ganze Hexenwerk. So könnt ihr das übrigens mit jeder Aufnahme machen. Wenn ihr abends einen Mond habt, den ihr fotografieren wollt und das Motiv dann ziemlich dunkel wird, dann belichtet doch einfach einmal das Motiv und dann einmal den Mond. Es gibt da so viele Möglichkeiten, wo Doppelbelichtungen funktionieren. Aber gerade hier in Richtung Sonnenuntergang macht es natürlich noch viel, viel mehr Spaß, eine Doppelbelichtung zu machen. Ihr könnt natürlich auch noch eine Dreifachbelichtung machen, indem ihr den Vordergrund richtig belichtet, das Motiv richtig belichtet und den Horizont dann noch richtig belichtet. Und dann könnt ihr alle drei Bilder übereinander legen und könnt es genauso machen, wie ich es euch gerade am Laptop gezeigt habe. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, ihr hattet Spaß an diesem Video und ich hoffe, ich konnte euch mal wieder ein bisschen Bodensee-Impressionen geben. Bodensee ist natürlich wunderbar. Übrigens habe ich euch noch ein Bild vom Parkplatz aus in Richtung Uldingen-Mühlhofen fotografiert. Das soll so noch der letzte Schluss hier sein, damit ihr noch einmal genießen könnt und den Bodensee von oben sehen könnt. Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Wenn es euch gefallen hat, das Video, dann lasst mir doch einfach einen Like da, abonniert meinen Kanal, drückt die Glocke, dass ihr in Zukunft nichts mehr verpasst. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und wenn der ein oder andere mal an Bodensee kommt, dann schreibt mir auf Instagram oder auf meiner Homepage und wir können uns auch mal zum Fotografieren verabreden. Vielleicht interessiert euch der ein oder andere Workshop, den ich bei mir auf der Website habe. Auch da könnte man sich eventuell am Bodensee formieren und zusammen fotografieren gehen. Genau. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Video. Euer Dennis. Tschüss, bis bald.